Sie befehligen die Armee von schottischen Jakobiten. Ihre Gegner sind englische Truppen unter dem Kommando von Sir Cope. Er nahm eine gute Position ein. Sie anzugreifen wäre also Selbstmord. Aber einer ihrer Offiziere, der diesen Ort gut kennt, zeigt ihren Truppen einen Weg um die Engländer herum. Jetzt müssen sie Cope nur noch kühn angreifen. Die Engländer wissen noch nicht, von welcher Seite der Gesang der Dudelsäcke zu hören sein wird, der ihre letzte Stunde ankündigt. Vorwärts für den König Jakob, Leben oder Tod. Und damit herzlich willkommen zur vorletzten Mission der Kampagne, dem Aufstand der Jakobiten. Los geht's! Wir haben eine schöne Armee gestellt bekommen aus 30 Hochländern, 30 Musketieren, 30 Bogenschützen und 150 vom Fechterclan. Und ja, unsere Aufgabe ist es, die englische Armee zu vernichten und den Weg nach Edinburgh frei zu machen. Ja, die Fechter könnten wir schon mal verbinden. Ich glaube, die letzten 30, genau, können wir auch nochmal in zwei 15er Stacks verbinden. Dann haben jetzt alle ihren Boni. Wunderbar. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal denen entgegen. Gegner haben drei Regimenter Musketen und ein Regimenter Dragoner sowie zwei Kanonen. Sollte aber eigentlich für meine Fechter kein Problem sein. Meine Fernkämpfer kümmern sich am besten um die gegnerischen Dragoner. Da müssen die Fechter die nicht hinterherjagen. Die kümmern sich in der Zeit um die gegnerischen Musketen. Wenn die erstmal im Nahkampf sind, machen die nämlich nichts mehr. Ihr dürft auch gerne alle kämpfen. Ja, guck mal, da gehen sie wie ein warmes Messer durch heiße Butter. Oder ein heißes Messer durch warme Butter. Meine Fernkämpfer sind noch ein bisschen weit hinten. Ja, die bleiben halt immer zu stehen zum Schießen, ne? Oh, die Kanonen nehmen wir noch ein und dann haben wir das gewonnen. Sie haben den Leiter der britischen Truppen in Schottland, den Generalleutnant Cope und seine Menschen in die Flucht geschlagen. Dies öffnet den Weg nach Edinburgh, dessen Bürger auf ihre Seite übergingen. Wenn sie sich auf diese Stadt schützen und sie als ihre Operationsbasis nutzen, können sie die Invasion in England beginnen, um den Usurpator George zu vertreiben und den Thron dem rechtmäßigen König zurückzugeben. Heute haben wir einen guten Sieg errungen, aber mein Gott, wie viele Bemühungen muss man noch aufwenden? Ach, das ist unsere Stadt und da laufen noch die letzten Feinde. Die Sachsen, die nicht mit unseren Schwertern getötet wurden, flohen so schnell, dass sie vergessen haben, den Staatsschatz zu ergreifen. Wir haben jetzt in den Händen all ihr Gold. Verdammt sei dieses verfluchte Metall, aber man kann jetzt ohne ihm es nicht mehr auskommen. In den alten Zeiten war es genug, Gehlen über Ehre, Pflicht und Stolz zu erinnern. Aber damit ist es vorbei, es gibt keine echten Helden mehr, jetzt ist die Zeit der Bauern und Kaufleute gekommen. Ist in unserer Armee denn kein echter Ritter mehr übrig? Gibt es so wenig edle Krieger, die zugestimmt haben, ihr Leben in Kämpfen für König Jakob zu opfern? Und lassen wir die Bauern und Händler ihr Gold spenden, um regelmäßig Steuern dem König Jakob zu bezahlen. Na, da hat auch wieder recht. Das Gold kriegen wir so oder so. Gucken wir mal, dass wir die vielleicht noch bekommen, wenn wir hinterherjagen. Derzeit können wir unsere Stadt schon mal aufbauen. Wir haben hier ein paar Bauern. Die können mal direkt zwei Stadthallen bauen. Da machen wir Triple Town Center Boom. Nimm mal das Häuschen da bitte noch ein. Ja, die kommen sogar noch ran. Die lasse ich das mal verfolgen. Die Nahrungsmittel-Upgrades hauen wir schon mal raus. Und ja, wir können auch schon direkt Truppen ausbilden. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Mission gesagt, dass ich Fechter gerne mit Musketen verbinden möchte. Und ich glaube, genau das werden wir auch mal tun. Leider scheiterte der allgemeine Aufstand zur Unterstützung des Königs Jakob. Nur ein kleiner Teil der Schotten hat sich an uns angeschlossen. Der größte Teil der Clans nahm eine neutrale Position ein. Sie warten darauf, wie die Sache endet und nehmen erst dann die Seite des Siegers ein. Aber viel schlimmer ist die Tatsache, dass ein Teil der Clans auf sie feindlich reagierte und beabsichtigt, die Seite von George zu übernehmen. Seien Sie vorsichtig. Verstanden. Das ist ja das Allerhöchste jetzt. Muss ich schon gegen meine eigenen Leute quasi kämpfen. Okay, meine Bauern können schon mal anfangen, etwas abzubauen.
Ja, das sind jetzt die Gegner. Die mich hier eiskalt angreifen. Die können wir mit meinen Fernkämpfern... Ja, wunderbar, die haben wir besiegt. Dann mischen wir das Dörfchen da gerade mal aus von Gegnern. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte Schwerter und Musketen verbinden. Schön ist, wir haben auch schon direkt alles. Ja, dann sehen wir mal zu, dass wir Holz und Stein abbauen. Nahrung haben wir mehr als genug. Da brauchen wir noch keinen im Moment hinschicken eigentlich. Wobei wir diesmal auch aufpassen müssen, rechtzeitig wieder welche zurückzuschicken. Das war ja letztes Mal so ein bisschen Katastrophe. Da ging uns ja mehrmals die Nahrung aus. Das ist natürlich nicht so gut. Vor allen Dingen, ja, die Bauern kosten halt 100 Nahrung der Herstellung, ne? Ja. Unten ist noch ein Wäldchen. So, das Dörfchen haben wir eingenommen. Schicken wir es mal zurück. Und ich würde sagen, wir erkunden schon mal die Gegend. Das machen wir wieder wie gewohnt. Wir schicken einen Fechter zu den Minen. Ich glaube, da vorne war noch eine. Wir brauchen auf alle Fälle eine Universität. Die dürft ihr alle mal im Eiltempo bauen. Dann dürft ihr wieder zurück auf die Felder. Die sammle ich mal weiter unten, dass das hier nicht mit meinen Bauern in den Weg steht. Dann brauche ich jetzt natürlich wieder Offiziere, ne, für meine Musketen. Aber ich glaube, es ist einfach das beste Pairing, ne? Obwohl die echt schlechte Feuerkraft haben. Ich glaube, die Musketen, die ich letztes Mal hatte, waren besser. Oder es liegt daran, dass sie noch keine Upgrades haben. So oder so, wir werden damit schon irgendwie zurechtkommen. Wir können uns aber auf alle Fälle schon mal die Minen genehmigen. Wollen wir die Goldminen? Die wollen wir unbedingt haben. Da unten war noch eine, genau. Ah, ich sehe, meine Universität ist auch fertig. Ja, wir können die Karte zwar nicht aufdecken, aber wir können die Minen aufdecken, das reicht völlig. Und das Nahrungsmittel-Upgrade diesmal nicht vergessen. Ein paar zum Stein. Ein paar zum Holz. Wobei es eigentlich Quatsch ist, die jetzt wegzuschicken. Ich brauche die jetzt eh für die Minen. Wobei, ich muss sie erstmal erkunden. Ich glaube, das machen wir als erstes. Gib mir mal meine Fechter. Dann schicken wir sie mal los, ne? Zu den Minen. Da oben war noch eine Goldmine. Wunderbar. Hier ist eine Kohlemine. Eine Eisenmine sehe ich da oben. Eisen und Kohle. Zur Goldmine schicken wir nochmal ein. Das sind eigentlich alle in der näheren Umgebung, ne? Den Rest machen wir dann peu à peu, je nachdem, was wir so erkunden. Schnappen wir die uns dann. Ja. Weiter geht's mit Nahrungsmittel-Upgrades und da sehe ich auch schon Gegner auf mich zukommen. Da müssen wir direkt einschreiten und sie vernichten. Fechter verbinde ich auch mal wieder. Oh, ich sehe gerade, hier sind überall Gegner, ne? Beziehungsweise Dörfer, ne? Interessant. Gut, dann schicken wir überall mal meine Armeen hin. Vielleicht kann ich die in meine Reihen aufnehmen. Die Minen schnappen wir uns hier schon mal. Okay, da sind Banditen, die muss ich vernichten. Ihre Leute haben das Dorf unter ihren Schutz genommen. Die Bewohner sind dankbar für die Befreiung von der Macht George und begrüßen freudig die Rückkehr des rechtmäßigen Königs. Nun kommen die Steuern, die sie dem Usurpator bezahlt haben, in ihren Staatsschatz. Gut gemacht. Oh, ich krieg Kohle? Das ist ja besonders gut. Wieso habe ich alle meine Bauern selektiert?
Also das ist ja komplett falsch. Irgendwie muss ich mich da gerade verklickt haben. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, okay. Ich weiß nicht, was da gerade abgegangen ist. Werde ich ja auch noch angegriffen. Ach ja. Ist wieder eine Qual. So, bewegt euch mal bitte aus den Bauern raus, dass ich das hier irgendwie nochmal gesteuert bekomme. Und zerstört mir nicht die Mine. So, schicken wir euch wieder zurück zum Stein und euch wieder zurück zum Holz. Ich weiß es nicht, wie ich das geschafft habe, die wirklich alle anzuklicken. Jetzt ist hier natürlich wirklich alles durcheinander, ne? So. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe schon wieder Bauern angeklickt. Und marschieren hier hoch, um die Banditen hier oben zu töten. Genau. Die können sich weiter unten sammeln. Hier habe ich immer noch Truppen stehen. Wirklich alles durcheinander. Zack, zack. Die Mine nehmen wir auch nochmal ein. Die habe ich schon eingenommen. Die habe ich schon verbessert. Ja, und wir marschieren weiter von Mine zu Mine und nehmen die alle ein, beziehungsweise verbessern die. Die Kohlemine haben wir auch wieder eingenommen. Die Minen können wir noch nicht verbessern. Da müssen die Bauern erst noch hinkommen und das bauen. Aber die ist schon verbessert. Die noch nicht. Hier unten sehe ich zwei freie Minen. Die nehmen wir uns auch schon mal direkt ein. Doch, jetzt kommen wir langsam wieder mal ein bisschen Ordnung hier rein. Ich muss auch noch Gebäude bauen. Ich bin ja völlig durcheinander gekommen. Zwei Kanonenfabriken, zwei Ställe. Kasernen brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja zwei. Das müsste eigentlich schnell genug sein. Einen Markt brauche ich auf alle Fälle. Kathedrale können wir auch noch hinbauen. Ja, dann sind wir auch gebäudetechnisch schon mal wieder gut aufgestellt. Hier oben können wir die Stadt befreien oder das Dorf. Ihre Leute haben das Dorf unter ihren Schutz genommen. Die Bewohner sind dankbar für die Befreiung von der Macht George und begrüßen freudig die Rückkehr des rechtmäßigen Königs. Nun kommen die Steuern, die sie dem Usurpator bezahlt haben, in ihre Staatskasse. Ja gut, die Nachricht hatten wir schon. Okay, das ist nur das Zelt, was da lila aufblinkt. Da fehlen mir gerade die Bauern. Ich hatte nur 10 in der Auswahl. Ich brauche immer 5 pro Mine. Ja, marschiert mal weiter. Die könnte ich schon mal verbessern. Sind wir mal ein bisschen raus. Hier haben wir auch schon eine Goldmine. Die nehmen wir auch mit. Zack, zack. Warum stehe ich eigentlich das so langsam her? Ein paar Häuser. Ich auch auf alle Fälle mal langsam brauche, ist hier mal Upgrades. Okay, da oben ist eine Festung, die nehmen wir auch gleich mal ein. Sie haben eine Deputation nach Glasgow mit Forderung geschickt, das Geld zur Unterstützung ihrer Armee zu zahlen. Allerdings zeigten die reichen Bürger keinen richtigen Eifer und begannen zu falschen. Um das Blut von Gehlen noch nicht weiter zu vergießen, gingen sie einen Kompromiss ein und sagten, dass sie nur für ein Drittel der ursprünglichen Summe des Geldes aufkommen müssen. Nun, zumindest können wir etwas von diesen Geizhälsen bekommen. Ganz schön frech. Ich habe doch Kanonen. Ich habe zumindest eine Kanone. Damit könnte ich auf alle Fälle schon mal anfangen, das hier zu beschießen. Und mit meinen Truppen marschiere ich in der Zeit schon mal weiter. Ich habe hier auch ein paar Bauern, das ist sehr gut.
werden sofort bei mir eingegliedert. Ich sehe, ich habe auch ganz viele leere Minen. Oder nicht leer, aber nicht komplett aufgefüllt. Bei den Upgrades bin ich auch am Slacken, wie sonst was. Neudeutsch für ich komme nicht hinterher. Ja, hier ist noch ein Dörfchen, was wir einnehmen können. Ist hier eine Stadthalle dabei? Wunderbar. Baut ihr auch mir mal bitte ein paar Bauern? Okay, das war nur ein unnötiges Upgrade. Oh, ich habe eine zweite Kaserne bekommen. Wunderbar. Und eine Kaserne vom 18. Jahrhundert, die kann ich bauen. Bitte was? Nö, ich kann sie nicht bauen, aber ich habe sie bekommen. Das ist ja perfekt. Weil ich mich gerade wundere, dass ich das Dorf hier nicht einnehmen kann. Dann stellen wir auch nochmal Hochländer her. Da kenne ich nichts. Und wo laufen wir hin? Muss ich mich irgendwie verklickt haben. Ja, mehr an Stein, mehr am Holz. Upgrades, da bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Kanone kann ich sehen, aber sie schießt noch, dann lasse ich mal da bitte erkunden. Ansonsten, ja, ihr stellt Hochländer her, die kann ich dann gleich mitnehmen und ich würde sagen, wir erkunden mal hier links weiter. Wo baut ihr die eigentlich hin? Okay, da sollen sie auch hin, wunderbar. Ansonsten, ja, weiter Upgrades raushauen, auch mal ein paar Generäle. Zwei, zwei, drei. Hier oben, die kann ich noch verbessern. Also Minen habe ich hier wirklich ohne Ende. Und auch Bauern habe ich ohne Ende. Ich muss die nur noch zu den Minen schicken. Kommen alle unter Tage und dürfen dafür mich schuften. Da unten ist noch eine freie Mine. Hier sind nie welche angekommen. Interessant. Das war wahrscheinlich vorhin von dem Chaos noch. Das macht aber nichts. Da schicke ich hier 5 hin und hier 5 hin. Die füllen wir einmal auf, die Minen. So, das müsste eigentlich jetzt laufen. Upgrades wieder raushauen. Ja, mehr Upgrades haben wir auch nicht. Und hier marschieren wir weiter. Hier ist gar nichts. Oder waren die Banditen und ich habe die gerade besiegt, ohne das mitzubekommen. So oder so sind hier schon wieder Minen. Also Minen haben wir wirklich ohne Ende. Ach, jetzt weiß ich, was ich bauen wollte. Kanonen und Reiter. Ja, baut die mal direkt hier oben hin. Ach, die schießen oben auf meine Truppen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber nun gut. Die Kanone kann da weiter auf den Turm einschießen. Ihr scoutet hier oben mal ein bisschen. Und wir erkunden weiter die Map. Dann nehmen wir uns auch mal neue Truppen, würde ich sagen. Wir treffen uns dann hier links. Da unten scheint irgendwo die Armee zu sein. Okay. Da sehe ich auch einen Schatz. Den nehmen wir natürlich auch ein. Ansonsten hauen wir weiter Upgrades raus. Wenn ich die auch im Hotkey drin hätte. 8 und 9. So. Marktplatz machen wir mal 0. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Räder oder nehmen wir Lenzer? Ich fand eigentlich die Räder ehrlich gesagt besser, weil die schön schnell sind. Das kennt ihr ja schon von mir.
So, bauerntechnisch wird das langsam auch hier vernünftig. Ein paar zum Stein noch, dass wir zumindest ein bisschen über 30 da haben. Ihr dürft mal die Siedlung hier weiter vergrößern. Wollen ja nicht in den PopCap laufen. Und ich sehe, meine Armee ist auf eine befestigte Stadt getroffen. Okay, da fehlt mir natürlich die Kanonen für. Da müssen wir dann später hin. Oh, warum wurde die denn aufgedeckt? Aber da können wir einmarschieren. Sie haben keine Mauern. Da werden wir... Oh, das war der falsche Knopf mal wieder. Da werden wir auch direkt hinmarschieren. Ja, meine Kanonen sind hoffentlich unterwegs. Acht von zehn. Aber ich sehe hier nur eine. Aber die habe ich beide hochgeschickt, ne? Ja. Wir sind wahrscheinlich... Ach, da sind noch alle unterwegs. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Das dauert einfach nur alles ein bisschen. Ist aber auch irgendwo klar... gerade, dass ich schon wieder die Bauern hier verloren habe. Wahrscheinlich sind da irgendwo Banditen im Wald, die ich nicht gesehen habe. Müssen wir gleich mal durchforsten. Von nun an kontrollieren sie Manchester. Die Bürger sind glücklich, endlich die Fesseln von George zu sprengen. Es gab hier so viele unserer treuen Freunde, dass wir sogar ein Regiment aus den Einheimischen sammeln konnten. Prachtkerle. Ach, die ist ja gar nicht feindlich. Ist sie oben vielleicht auch nicht feindlich? Geht da mal näher ran. Vielleicht kann ich die ja doch einnehmen. Ja, das ist ja perfekt. Okay, die sind neutral. Dann frage ich mich immer noch, wo die lilanen Truppen herkommen. Ich habe die irgendwie immer noch nicht gefunden. Hier haben wir Kanonenfabriken, aber es sind andere Kanonen, mit denen kann ich eigentlich nicht wirklich was anfangen. Okay, hier ist Wasser, dann können die hier gar nicht sein. Dann werden die unten rechts sein. Oh, 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 da ist eine gegnerische Armee. Das ist jetzt natürlich besonders gut, weil ich hier gerade meine Kanonen stationiert habe. Oh, das war wieder diese komische Taste. Schicken wir mal meine Reiter. Ich schicke mal einfach alle nach oben. Aus dem Norden kam eine alarmierende Nachricht. MacLeods nahmen die Waffen und rückten aus. Ja, das sehe ich gerade. Sie kommen zu ihnen, aber nicht um die Armee von Karl Edward beizutreten. Im Gegenteil, sie möchten mit ihnen in einer Schlacht kämpfen. Wie schade, dass die edlen und leidenschaftliche Natur der Bergbewohner sie oft zu schweren Verbrechen führt, die jedoch nicht wegen der Verderbtheit, sondern wegen der falschen Urteile entsteht. MacLeod, wegen dir vergieße ich gelisches Blut. Lasse meine Sünden auf deinen rücksichtslosen Kopf fallen. Das ist natürlich hier wirklich jetzt doof. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht meine Kanonen einnehmen. Ansonsten fahrt das schon mal ein bisschen von weg. Guck mal, dass er hier vielleicht noch so ein... genau Kanisterschuss anbringen könnt. Oh, wunderbar. Ich liebe Kanisterschüsse. Solange man nicht Opfer von denen wird. Oh. Ich habe die in der Stadt gefunden. Ja, dann können wir da direkt mal drüber rutschen. Die machen wir platt. Die haben gegen meine Fechter überhaupt keinerlei Chance. Ich würde sagen, die haben wir doch besiegt. Dann gehen wir mal kurz wieder zum nördlichen Schlachtfeld und sehen zu, dass meine Kanonen an die Arbeit gehen und hier am besten das Tor einmal aufschließen. Beziehungsweise ich kann hier auch einfach reinreiten und die einnehmen. Nee, haben das Tor leider wieder zugemacht.
Ja, dann macht das Tor auf und dann können wir da weitermachen. Ja, und ihr seht zu, dass ihr das hier... Geh nochmal durch, guck, dass ich alle Bauern getötet habe. Apropos Bauern... Oh, was ist das denn? Wo kommen die denn her? Okay. Das ist ja eine Menge Text. Der Aufstieg der Anhänger von Jakob in Schottland, der von Engländern nicht ernsthaft wahrgenommen wurde, wurde größer und begann die Macht von George II. Zu bedrohen. Die Jakobiten hielten Rat, was weiter zu tun ist, ob sie nach London gehen oder nach Schottland zurückgehen sollten, um ihre Kräfte zu vergrößern. Einige sagten über die Schwäche der Engländer und über die Stärke der jakobitischen Stimmung in England, sowie über den Schaden, der den Rückzug dem Ruf der Jakobiten verursachen würde. Ihre Opponenten, ihre Gegner bezeichneten die geringe Anzahl von jakobitischen Truppen und benachrichtigten, dass die erste Schlacht zur Niederlage und zum Gefangennehmen von Karl Edward dem Ersten führen kann. Auch im Falle des Sieges werden die Verluste so groß sein, dass es keine Kräfte für weitere Kämpfe geben würde. Die Engländer unter dem Kommando von Feldmarschall Wade erwarten den Ansatz des Herzogs von Cumberland mit Truppen aus Europa. Echte Engländer nehmen Europa zu Hilfe? Schließlich entschied sich Karl Edward, nach Schottland zurückzukehren, weil es Nachrichten über die dritte englische Armee, geführt von Generalleutnant Harley oder dem Generalleutnant Ligonier empfangen wurde. Es stellte sich jedoch später heraus, dass diese Nachricht eine Lüge war, gebracht vom britischen Spion. Allmächtiger Gott, die Kraft meiner Feinde und die Unentschlossenheit meiner Freunde machen alle meine Hoffnungen zum Nichte. Oh, wir haben gewonnen. Aber ganz knapp. Ich weiß gar nicht, wo die hergekommen sind. Also, die muss ich komplett übersehen haben. Sind die hier gelandet? Sieht so aus, ne? Sieht auch gerade, hier hätte ich Truppen anheuern können. Ja gut, die hätten wir fast besiegt. Hier unten die befestigte Stadt wäre danach dran gewesen. Aber das war jetzt nicht so wichtig. Wir hatten ja mehr als genug Einheiten gehabt. Es hätte das jetzt nur unnötig in Längen gezogen. War aber irgendwo so ein kleiner pyrrhischer Sieg, weil wir unsere komplette eigene Stadt verloren haben. Naja, passiert. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Hauptsache, wir haben gewonnen. Und ich würde sagen, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der letzten Mission der Kampagne wieder. Und wenn ihr das nachspielt, macht das nicht so wie ich und passt auf eure eigene Stadt auf. Ciao, ciao.